Hallo, guten Abend. Schon wieder Dienstag. Nein, wir haben nicht Dienstag. War es früher. Was haben wir heute? Mittwoch. Ja, schon wieder Mittwoch. Wahnsinn. Wir haben schon die sechste Woche in dem Jahr. Ist ja schön, weil mit den Blöcken merkt man ja immer, ich habe jetzt gerade geguckt, aber ich habe keine ausgedruckte Anleitung da. Mit den Blöcken merkt man plötzlich immer, wie schnell die Wochen verfliegen. Also wir sind bei Block Nummer 6. Und ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr so alle eintrudelt. Freut mich, freut mich. Wir nähen heute einen schönen Block. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, was die Übersetzung davon heißt. Passt jetzt zu meiner Stoffauswahl nicht wirklich. Der Block heißt nämlich Beacon Light und das heißt auf Deutsch Leuchtfeuer. Ja, hätte ich vielleicht mal vorher übersetzen lassen sollen. da ist jetzt gar nichts von einem Leuchtfeuer, aber muss ja auch nicht sein, ne? Also Beacon Light, mein Leuchtfeuer in Blau und was ist das? Khaki, Schlamm, irgend sowas. Genau. Mein Block, den ich heute nähe. Alle, die beim Sampler schon dabei sind, die haben auch schon eine E-Mail bekommen mit der PDF dafür. Heute mal wieder zugeschnitten, nicht mit Schablonen oder sonst irgendwie, sondern ganz normal mit Rollschneider, Lineal und Matte und den unterschiedlichen Maßen. Wir haben ihn wieder in 20, 30, 40 und in 8, 12 und 16 Inch, genau. Musste ich erst noch überlegen, weil haben ja erst heute Nachmittag überarbeitet, aber ja, danach habe ich dann noch ein bisschen gequiltet oder quilten lassen. Ich sage immer mal gerne betreutes Quilten, weil selbst wenn ich jetzt diesen Computer an der Longarm habe, der mich da ein bisschen unterstützt bei manchen Mustern, macht er das keinesfalls von alleine und der macht mir auch viel zu viel Blödsinn, als dass man sagt, man stellt den ein und geht mal ganz woanders hin, irgendwie um die Ecke oder so. Nein, das ist ja eine Sache für sich, dieser Computer. Er macht schöne Muster und sie auch schön gleichmäßig. Das, was ich früher gemacht habe, ich könnte sie natürlich so auch, aber nicht unbedingt so gleichmäßig, wie es der Computer macht. Ist logisch, weil ich bin Mensch und das ist ein Computer, der das wirklich so eingespeichert hat, die ganzen Abstände und so weiter. Aber dann reißt mal der Faden und er quiltet trotzdem fröhlich weiter. Oder da ist eine Falte oder ein Faden vom Nähen noch. Und er verheddert sich da und will aber trotzdem weiter. Also das ist so, deswegen sage ich immer betreutes Quilten. Genau, aber das habe ich, wie gesagt, danach noch gemacht. Deswegen wusste ich schon nicht mehr, welche Größen ich da überarbeitet habe. Genau, also, wir nähen Beacon Light, das Leuchtfeuer. Das sind die Stoffe von Juicy Juice. Findet ihr im Shop, wenn ihr möchtet. Die haben wir hier unten. Diesen Sampler nähe ich aus den Stoffen von Juicy Juice. Und das ist ja meine Variante, die ich in Zentimetern nähe. Und hier oben, da fehlt einer, den habe ich ja das letzte Mal, das ist der hier, der da unten. Den muss ich noch nachnähen. Das war Block, lasst mich lügen, Block 4, oder? Den habe ich noch hier. Ich finde die erste Seite nicht. Ja, Block 4, dieser Beaming Star. Den muss ich noch nachnähen, da hatte ich ja den Hintergrundstoff im Laden vergessen. Passiert, alles Mögliche. Die Stoffe sind super. Ja, die sind, Timo meint die Stoffe von Juicy Juice. Die hat er nämlich auch für seinen Sampler sich ausgesucht. Ja, Juicy Juice ist toll. Und wie gesagt, da habe ich ja schon die Weihnachtsserie geordert. Die kommt dann wahrscheinlich im Mai. Im Mai kommt wieder Weihnachten, weil Weihnachtsorder ist bei mir schon durch. Also die war ja schon, ich glaube, in der ersten Januarhälfte war das schon erledigt. Ist bei uns Stoffhändlern so. Wenn wir die Weihnachtsstoffe nicht frühzeitig bestellen, dann können wir bloß noch das nehmen, was dann da ist am Schluss, weil die Orderbücher meistens so im Februar, Anfang Februar, Mitte Februar, werden die Orderbücher für Weihnachtsstoffe schon fast wieder geschlossen. Ja, ist so.
Aber da weiß man wenigstens dann, was ihr so haben wolltet und was man dann für nächstes Jahr wieder bestellt. Da ist man wenigstens noch so in Gedanken und auf dem Laufenden. Weil wenn man dann erst im Sommer ordern müsste, dann wüsste man ja gar nicht mehr, was haben jetzt die Kunden gewollt oder war da ein besonderer Wunsch? Und so haben wir das alles noch im Hinterkopf und konnten das gleich noch umsetzen. Genau, also Juicy Juice kommt im Mai, die Weihnachtsserie, aber die ist gar nicht so weihnachtlich. Deswegen sage ich das auch gleich, weil die kann man auch zur normalen Jahreszeit nehmen. Genau, also wir nähen jetzt oder ich nähe jetzt Strawberry and Cream von Editha Sita hier oben, die Blöcke, das Rosa und Rot und dieses ja, leicht gemusterte Helle. Das ist die Stoffserie Strawberry and Cream von Editha Sita. Und ja, da nähe ich jetzt meinen Inchblock. Ich habe auch schon zugeschnitten. Hier ist es relativ einfach. Wir haben Quadrate in unterschiedlichen Größen. Und wir haben ein Quadrat, das wir dann diagonal teilen und somit Dreiecke draus machen. Also das war mal so. Und habe ich einmal in der Mitte geteilt. Somit haben wir dann Dreiecke bekommen, die wir dann um dieses Mittelteil dann schön annähen können. Wie wir das Ganze nähen? Wir teilen es uns ein bisschen logisch auf und dann können wir da schnell und zügig arbeiten. Also am besten arbeiten wir mal das Mittelteil hier. Wir haben hier 5 von der Farbe und 4 von der Farbe. Ihr könnt es aufteilen, wie ihr möchtet. Ihr müsst jetzt nicht das hier und die hier die gleichen haben. Ich hatte den Block 2015 auch schon mal genäht. Da hatte ich hier außen auch einen anderen Stoff wie hier innen. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Man kann das wirklich, da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Da könnt ihr zusammenstöpseln, wie ihr möchtet. Ich würde bloß raten, dass ihr diese Dreiecke und das Mittelteil ein bisschen farblich voneinander abhebt, damit das auch wirklich eine Wirkung hat. Also ich hatte mir nämlich vorhin einen Stoff mit nach Hause genommen, das wäre dieser hier gewesen. Aber dadurch, dass mein Hintergrundstoff das hier ist, dann wäre das, da hatte ich dieses und, ach ja, eigentlich wäre das diese Stoffvariante gewesen. Aber dann war mir das zu punktelig. Die Vera schreibt gerade, dein Podcast bei Quilt Karussell war super. Genau, das hatte ich letzten Mittwoch, da hatte ich euch ja gefragt, was ihr beim Nähen so hört und ob ihr Fernsehen schaut beim Nähen. Und einige haben gesagt, sie hören Podcasts und hören Hörbücher. Und beim Podcast habe ich dann gesagt, ja, da gibt es morgen eine Überraschung. Weil am Donnerstag vor einer Woche, also morgen vor einer Woche, war ich zu Gast bei Quilt Karussell. Da hat mich die Emanuela im Januar, war das schon, interviewt. Wir haben es dann endlich mal geschafft, weil eigentlich hatte sie mich im Januar letzten Jahres gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Interview mit ihr zu machen. Aber im Januar letzten Jahres hatte ich jetzt wirklich nicht so ein Thema. Da war jetzt kein Sampler, da war jetzt kein irgendwas. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann kann ich erzählen, dass ich quilte und ich kann erzählen, dass ich einen Stoffladen habe. Und irgendwie ist das jetzt dann ein bisschen wenig im Gepäck für so einen Podcast oder für so eine Folge, dass ich irgendwas zu erzählen habe. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Emanuela und ich dann irgendwie zusammenkamen und schlussendlich wurde ein ganzes Jahr draus. Ja, ist manchmal so. Genau, aber wer es noch nicht weiß, die Folge 110, ganz einfach zu merken, 110, kam mir dann im nächsten Moment auch hoch. Wie die Polizei, aber man kann es sich wenigstens schön merken. Also Folge 110, 110 ist mit mir. Hört mal rein, wenn ihr Lust habt. Stück Stoff schreibt, ich habe den Podcast auch gehört, war wirklich super. Ja, danke schön. Ich habe am Schluss bloß festgestellt, dass ich immer wieder erzählt habe, und dann, also wenn mein Sohn so einen Aufsatz schreiben würde, würde ich ja mal sagen, jetzt nimm doch mal bitte einen anderen Anfang. Aber das ist so, wenn man ein bisschen aufgeregt ist und wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann erzählt man so, dass man dauernd und dann, so wie Boris Becker, der immer gesagt hat, sage ich jetzt halt dauernd und dann. Nee, aber sonst hoffe ich, es hat gefallen und der Inhalt war auch ein bisschen interessant. Genau, also was ich sagen wollte, ich wollte meinen Blog hier
wie gesagt, man soll ja das schauen, dass das hier ein bisschen einen Unterschied hat. Und somit wäre bei mir das hier und das hier diese beiden Stoffe gewesen. Und dann wäre das nicht so, ja, die Wirkung wäre nicht da gewesen. Seht ihr, das wäre dann so ineinander übergegangen fast. Und wenn man das ein bisschen von weiter weg sieht, dann ist das so nicht wirkungsvoll genug. Und deswegen habe ich die beiden hier verworfen. Der Sampler wird ja noch größer. Wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns bis dieses Jahr. Also 52 Blöcke. Wer es noch nicht weiß, wir sind bei Block Nummer 6 und nähen insgesamt 52 Stück. Deswegen sind die Stoffe jetzt nicht, ja, nicht umsonst abgeschnitten. Die werden schon noch in irgendwelche schönen Blöcke vernäht. Ich habe mir jetzt diese Stoffe rausgesucht. Da kommt es dann ein bisschen besser zur Geltung. Und da kommen wir dann, das hoffe ich bloß, ah, ich habe es nämlich gerade schön sortiert. Da kommt es ein bisschen besser raus. Weil das Problem bei diesen Blöcken ist jetzt nicht das Zuschneiden. Das Problem bei diesem Block ist, dass man den Überblick behalten muss. Weil diese und diese Quadrate, wenn man die gleich schneidet, so wie ich das hier gemacht habe mit dem gleichen Stoff, dann muss man aufpassen, dass man die nicht durcheinander bringt, weil die sind nämlich fast gleich groß. Und ja, deswegen, ich hatte mir das jetzt hier schön hinsortiert. Ups, jetzt geht es wieder los, jetzt fällt gleich wieder alles runter. Ja, ich glaube, genau, ist noch gut. Also wie gesagt, nicht schwer, aber wieder mal aufpassen oder vielleicht gleich einen Zettel dazu schreiben. Das sind die Blöcke, die Quadrate für die Ecken, das sind die Quadrate für die Mitte, damit man da nicht durcheinander kommt. Ich drehe euch mal runter zur Nähmaschine. Was liegt denn hier alles? Ich glaube, ich muss mal aufräumen. Ne? Hilfe, Hilfe! Vielleicht ein bisschen so, dann seht ihr weniger Chaos. Ja, wohl auch nicht besser, ne? Aber ihr könnt näher her. So. Also, was wir zuerst nähen, ist das Mittelteil. Von dem Mittelteil haben wir einmal 5 Quadrate von einer Farbe, die sich, wie gesagt, vom Hintergrundstoff von denen da unterscheiden soll. Und dann habe ich die gewählt. Das sind die gleichen in der Mitte, dann wie an den Ecken. Wie gesagt, ihr könnt es wählen, wie ihr möchtet. Ihr müsst da keine gleichen machen. Ihr könnt da auch ganz viele verschiedene machen. Ihr könnt auch einen ganz bunten Block machen. Es ist ja bald Fasching. Da ist ja alles erlaubt. Wir legen die jetzt einfach wieder rechts auf rechts und überlegen, ich habe den richtigen Fuß drin. Ja. Ne, immer aufpassen, wenn ihr auch unterschiedliche Sachen näht. Einmal Inch, einmal Zentimeter. Müsst ihr bitte aufpassen, dass ihr auch immer den richtigen Fuß drin habt. Genau. Und ich habe heute auf unseren Postfahrer gewartet, weil letzte Woche Donnerstag hätte er schon kommen sollen. Da ist er nicht gekommen, wo er hat gedacht, nö, aber die sind nicht da. Obwohl an der Tür steht, dass er die Sachen abstellen soll. Der Postfahrer wollte dann am nächsten Tag wieder kommen. Da war er aber entweder krank oder im Urlaub. Das habe ich nicht so ganz umrissen, was er mir da heute erzählen wollte. Auf jeden Fall war dann ein anderer da. Der hat dann beschlossen, er bringt das erst am 2.3. wieder. Ja, da habe ich irgendwie leichte Panik bekommen, weil in den Paketen Sachen drin waren, die einige von euch schon bestellt hatten. Und ja, da wird einem manchmal ganz schön heiß so als Händler. Wenn man dann sagt, ja, die kommen und sind bestellt und ja, dann kommt da nichts, weil der Postfahrer meint, er bringt es erst später. Naja, alles immer sehr, sehr spannend. Hier bei denen machen wir es wieder so, wir bügeln um. Also hier habe ich es jetzt nicht gemacht. Hier habe ich auseinander gebügelt, aber das ist schwerer, dann die Übergänge zu treffen. Zum Beispiel hier der Übergang ist jetzt nicht so ganz auf dem Ding genau. Also es ist einfacher, wenn man es umbügelt bei den Sachen. Und umbügeln tun wir hier natürlich die Nahtzugabe unter die dunklere Stoffseite. Damit das dann, weil wenn man das hier so macht, wahrscheinlich sieht man es jetzt noch nicht so.
Aber wenn man es jetzt gegen das Licht hält und wenn man die Nahtzugabe unter den helleren bügelt, dann scheint es da so als, ja, als Schatten durch. Und deswegen unter die dunklere Stoffseite bügeln die ganze Nahtzugabe, dann erscheint es nicht so als Schatten auf der Vorderseite. Kommt mal mein Bügelrolltisch. So, Bügeleisen heiß. Na, ich muss mich anders hinsetzen. Ich zerlege gleich die ganze Einrichtung heute. Auch spannend, aber da ist eh, glaube ich, nichts drin. Das steht im Moment noch so da, weil das hat meinem Sohn gehört, dieser Turm. Oh, da hatte er seine Lego-Steine drin. Und irgendwie haben sie die umgeräumt, mein Mann und er. Und deswegen haben wir da jetzt keine Lego-Steine mehr drin. Und dann hatte er keine Verwendung mehr dafür. Habe ich mir gedacht, das ist wunderbar für so Nähsachen. Aber bis jetzt habe ich noch nichts rein. Muss ich mal gucken, was ich da noch finde. So, also ich habe jetzt schon zwei gemacht. Jetzt tue ich hier auf die andere Seite einen rosanen annähen und das kann ich beim nächsten genauso machen, weil ja nur der nicht, dass ich hier was falsch puzzle. Der da hierhin, genau. Von denen ich fünf habe, das sind bei mir die hellrosanen, da landet einer in der Mitte. Also. Dann nähe ich jetzt hier den da an. Und das nähe ich dann mit dem anderen gleich nochmal. Und somit habe ich die beiden äußeren von dem Mittelquadrat. Und dann habe ich ja noch das innere oder das mittlere Teil. Und immer schön die Fäden abschneiden. Wer mich kennt, weiß mittlerweile, dass ich das nicht leiden kann. Ich habe auch schon mal allen Ernstes, aber der Quilt war wirklich heftig. Ich hatte einen Quilt zum Longarmquilten da. Den konnte ich nicht mal aufmachen praktisch, weil die Kundin hatte den, so wie er genäht war, das Top in die Waschmaschine. Da ist natürlich dann passiert, dass die ganzen Stoffe gefranst haben und sich mit den nicht abgeschnittenen Fäden vom Nähen verwickelt haben und sich dann so zusammengeknotet haben, dass man das Top nicht mehr auffalten konnte. So war es einigermaßen gut genäht. Das war ein Anfänger und ich sage ja immer, jeder fängt mal an. Das ist ja auch alles nicht schlimm. Aber bitte schneidet eure Fäden ab. Ich musste dann wirklich eine Handvoll, also das war wirklich wie so ein Wollknäuel, habe ich da Fäden rausgeschnitten und stand da, glaube ich, eine Stunde da und habe Fäden von dem Quilt abgeschnitten. Das habe ich dann auch berechnet, weil irgendwann ist auch bei mir mal Schluss. Das hat die auch anstandslos gezahlt. Ich glaube, die Frau war einfach komplett überfordert mit diesem Quilt. Weil als Anfänger war der schon ein bisschen anspruchsvoll. Und ja, hat sie sich halt ein bisschen, ja, nicht überschätzt, aber vielleicht wurde sie auch falsch beraten, weiß man ja nicht. Aber da waren viele Fäden dran. Deswegen Fäden abschneiden, das wäre immer ein guter Rat von mir. Deswegen gibt es ja hier diese Schneideutensilien gleich neben der Nähmaschine. Die kleinen Faden, Scheren,
in verschiedenen Ausführungen, also verschiedenen Preisklassen. Und dann ist da auch alles sauber und ordentlich abgeschnitten. So. Das ist jetzt dann das mittlere Teil. Wartet. Das mittlere Teil. Und da bügel ich jetzt die Nahtzugaben wieder beide nach außen, ne? Also weg von dem hellrosanen. Ich tue auch immer die Naht nochmal vor falzen mit dem Fingernagel, halt so ein bisschen aus Streifen. Dann dehnt man das Ganze nicht so mit dem. Dann dehnt man das Ganze nicht so mit dem Bügeleisen. Dann ist es schon mal ein bisschen vorgemerkt, wo es hingehen soll. So. Also jetzt habe ich. Warte, ich schmeiße es an die Wand, dann sieht man es besser. Also. Wir haben den hier. Und dann haben wir den hier und den da oben drüber. Genau, so wird meine Mitte. Und jetzt habe ich hier die Nahtzugabe unter dem dunkleren und hier die Nahtzugabe unter dem dunkleren. Und dementsprechend habe ich hier noch so eine kleine. Wartet. Hier so eine kleine Wulst. Und hier unten so eine kleine Wulst. Und dann, wer es weiß, bei den letzten Malen haben wir es schon gehabt. Wo sind wir denn? Hier oben. Ne? Also hier die Nahtzugaben, hier unten die Nahtzugaben. Und dann kann man die so ein bisschen ineinander schieben beim Nähen. Und dann. Ja, stoppen die so ein bisschen ineinander und dann braucht man auch nicht großartig mit den Nadeln rumtun. Dann kann man das, wenn man schon ein bisschen geübt ist, also für blutige Anfänger bitte nehmt Nadeln. Dann nehmt ihr am besten ganz normale Stecknadeln. Hier. Und tut die also hier so ineinander schieben. Ich umarme mal schnell meine Nähmaschine. So, also schiebt die schon schön ineinander, dass die hier so ineinander passen. Und dann steckt ihr die Nadel so schön senkrecht rein. Ihr steckt die nicht schief oder sonst irgendwie schäbs, sondern so gerade wie möglich. Dann kann nämlich eure Nähmaschine beim Nähen hier so drüber hüpfen. Also zu 99% machen das die Nähmaschinen. Soll welche geben, habe ich gehört, die machen das nicht. Deswegen näht erstmal langsam, wenn ihr eure Nähmaschine kennt, dass die das macht. Dann könnt ihr ja gleich normal nähen. Wenn ihr noch nicht so wisst, ob eure Nähmaschine da drüber hüpft, dann näht einfach mal langsam. Und dann merkt ihr schon, was passiert, wenn ihr da hinkommt. Also im Normalfall hüpfen jetzt die Nähmaschinen da einfach drüber. Teil ist genäht. Und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, euch wird nicht schwummrig, wenn ich euch dauernd hoch und runter und über schieb. Wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Gut schaut's aus. Genau. Also die Übergänge sind supi.
Die Nahtzugaben, sie dehnen dann hier hinten so aus, hier oben und hier unten. Ne? Und deswegen schieben sich die zwei hier so ineinander. Und deswegen schaut es dann vorne gut aus. So, dann nehmen wir noch den nächsten. Tja, auch wieder gucken. Ich habe ihn jetzt auch erstmal hier hingehalten. Immer konzentrieren. Sonst ist der Nahttrenner dein bester Freund. Ich darf es gar nicht so laut sagen. Bei dem anderen Block habe ich gestern gleich mal getrennt, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Und wenn ihr hier irgendwas schnarchen hört, dann ist es der Hund. Wir haben heute wieder Schnarchzeit. Und heute ist die Tür wieder weit genug offen. Sie will aber nicht raus. Hätte ich die Tür vergessen aufzumachen, würde sie wieder neben mir stehen. Die Nudel. Aber breitet sich komplett aus auf dem Sofa. Der Hund und ich, wir haben nämlich ein Sofa, weil ich was anderes anschaue wie der Rest meiner Familie. Ich bin nämlich so der Krimi und was weiß denn ich, so Krimi mit Science Fiction, würde ich jetzt mal behaupten. Und das mag meine Familie nicht. Meine Familie ist eher so der Zeichentrick und lustig und oder irgendwelche Shows, Joko und Klaas und sowas. Schaue ich auch gerne mal an, aber nicht dauernd. Und deswegen haben der Hund und ich ein eigenes Sofa in meinem Nähzimmer. Und es war auch lustig, wie wir den Hund bekommen haben. Die war ja ist von der Straße aus Rumänien. Und dann war die den ersten Abend hier bei mir und dann lief Tatort. Und überhaupt Fernseher war neu für sie. Und da saß sie total aufgeregt auf dem Sofa, was das jetzt ist und warum da jetzt Stimmen aus dem Kasten kommen. Das war richtig süß. Das fand ich goldig zum Anschauen. So, Mittelteil ready. Ihr wackelt. Entschuldigung. Schnarch. Genau, also einmal bügeln und da weiß ich jetzt nicht wohin, überall doof, deswegen bügele ich es auseinander. Also ihr seht schon, es gibt nicht wirklich ein richtiges Gesetz, wer wohin bügeln muss, sondern schön ist natürlich immer, wenn ihr es dahin bügeln könnt, wo man es nicht sieht, also immer unter die dunklere Stoffseite. Bei manchen Mustern ist es aber auch so, dass zu viel Nahtzugabe irgendwann auf einem Fleck ist. Entschuldigung. Hilfe! Jetzt hätte ich es beinahe zu lang stehen lassen. Dass zu viel Nahtzugabe auf einem Fleck ist. Und dann muss man die Nahtzugabe halt auch mal auseinanderbügeln. Und deswegen... Ja, muss man immer gut entscheiden, bei welchem Projekt die Nahtzugabe wohin soll. Da gibt es jetzt kein Ultimativgesetz. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier eigentlich für eine Größe nähe, ich nähe die mittlere Inchgröße. Das sind die 12 mal 12 Inch nähe ich meinen Block hier. So, also Mittelteil ready. Dann hängen wir das doch mal wieder an die Wand. Und nähen diese Außenteile. Also praktisch, wie soll ich das jetzt zeigen? So, das da. Doppelkinn. Dafür nehmen wir, ich lege es mal hier hin und tue das Handy runterdrehen. So. Einmal so. In der Anleitung ist auch eine schöne Grafik drin. Habe ich wieder gezeichnet.
Sieht man's? Die Anleitung gibt es natürlich auch immer einzeln. Also ihr könnt, wie gesagt, entweder den ganzen Sampler bestellen oder ihr kauft jede Anleitung einzeln oder pickt euch halt die raus, die ihr haben möchtet. Ist natürlich teurer, aber wenn ihr sagt, ihr braucht bloß zwei, dann könnt ihr auch die einzeln kaufen. Genau. Und wir nähen jetzt los. Von hier oben, von der Spitze nach da. Also nicht so, ne? Nicht so rum, sondern wir legen das so an und nähen dann von hier nach da und bei dem das gleiche, legen das dann da oben drüber und nähen dann hier runter. So, und dann drehe ich euch hier rüber. Da ist eine Frage. Timo, sollte man für den Sampler-Quilt immer die gleiche Blockgröße nähen oder kann man da variieren und am Ende passt es irgendwie? Ja, genau. Deswegen hatte ich ja in der ersten Mail mit den Anleitungen, die du als erstes bekommen hast, sind unten drei Übersichtsbilder. Das soll den Quilt im fertigen Zustand darstellen. Du kannst ihn natürlich noch anders machen. Aber du kannst den zusammennähen, wie du willst. Also ich mache das auch gerade so, wie mir das gerade einfällt. Am besten nähst du halt mehr kleine und mittlere Größen als große Größen, weil diese 40x40 cm oder dann 16x16 Inch, die sind dann schon sehr groß, dass das dann bei 52 Blöcken, ja, da könnte man, glaube ich, das Wohnzimmer irgendwann mit auslegen, ne? Also lieber kleine und mittlere Blöcke, diese 20x20 cm und diese 8x8 Inch, glaube ich, oder 9x9 bei manchen Blöcken. Davon mehr nähen, dann wird das schon schön. Ich kann ja nachher nochmal zeigen. Ich habe jetzt, glaube ich, im Moment drei verschiedene Größen genäht und eben von den ganz kleinen ziemlich viele. Und dann wird das schon schön. Genau, einfach in der E-Mail gucken. Und die E-Mail würde jeder bekommen oder hat jeder bekommen, der den Sampler bestellt hat. Der kriegt in der ersten E-Mail alle Blöcke, die schon genäht wurden. Also man kann jederzeit einsteigen und bekommt immer alle Blöcke. Und steigt dann halt die Woche drauf ein mit dem Block, der gerade dran ist. Und ich nähe das jetzt hier gerade in Reihe, weil an die vier Quadrate für die Ecken muss ja überall diese Dreiecke dran. Und weil mich auch viele fragen wegen dem Materialbedarf, das kann ich leider nicht sagen, aber so um die 30 Fat Quarter und 3 Meter Hintergrund sollten gut sein. Ich kann es deshalb nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, welche Größe ihr von den Blöcken näht. Ob ihr immer die große Größe näht, immer die kleine Größe näht, das weiß ich ja nicht. Und dementsprechend kann ich auch nicht sagen, was ihr dann an Stoff braucht. So, manchmal gebe ich dem Stoff nach mit der Nahtzugabe. Was ist das für eine Wand, an die du deine fertigen Blöcke machst? Das ist meine Design Wall. Meine Design Wall hat einen Holzrahmen, einen Lattenrahmen. Einen Lattenrahmen, der, ich glaube, hier sieht man die Latte, ne? Und dann da drüben ist noch eine und halt außenrum. Zwischendrin sind noch Styroporplatten, die haben wir auch nachträglich reingemacht, weil wir gemerkt haben, wenn wir nur die Latten haben und hier ist nichts dazwischen, dann flattert es so. Man braucht jetzt da keinen Widerstand, weil ich muss ja nichts festnageln oder pinnen. Aber es fühlt sich besser an.
Und da drauf ist das ganz normale Cotton Mix, das wir im Shop haben. Oder Polycotton auch. Das ist ein Baumwoll-Polyester-Gemisch. 80% Baumwolle, 20% Polyester-Vlies. Das gehört eigentlich normalerweise ganz in den Quilt rein. Ein ganz normales Quiltvlies. Und da drauf haften aber die Blöcke so schön. Ja, also da. Zack. Bleiben die schön haften aufgrund dem Flor, der da ein bisschen drauf ist. Wenn man hier so drüber langt, das ist so ein bisschen, da ist so ein leichter Flausch oben drüber. Und aufgrund dessen haften diese Baumwollstoffe da schön dran. Genau, ganz normales Vlies bei uns im Shop, 2,40 Meter ist es breit. Polycotton ist im Moment da von Mathildas, findest du bei uns bei den Fliesen und kannst du dir dann auch über den Türrahmen hängen, geht auch, oder an die Wand nageln, du brauchst ja nicht unbedingt einen Rahmen dazu, also einfach auch mit Hammer und Nagel, zack, an die Wand. Der hier möchte da runter. Und ich lasse dem jetzt mal so, auch wenn hier der helle Stoff ist. Ich sage ja immer, man muss da manchmal ein bisschen flexibel sein. Schön ist es natürlich immer, wenn man das unter den dunklen macht. Aber es fühlt sich jetzt gerade eigentlich besser an. Und beim Quilten, Patchwork ist erlaubt, was gefällt. Es gibt keine Gesetze. Gesetze gibt es nur in dem Sinne, dass ihr ordentlich schneidet, also richtig die Maße einhaltet und schön näht, da die Nahtzugabe einhaltet. Das ist so, finde ich, immer das Einzige, was wirklich ja Gesetz ist, und alles andere ist Ansichtssache. Auch wenn manche Quilt-Profis anderer Meinung sind. Ich bin es nicht. Ich denke mal, das soll Spaß machen und wir sind ja hier nicht bei irgendeinem Wettbewerb. Deswegen mal die Ausnahme, nicht unter die dunkle Stoffseite, sondern hier halt unter die helle, weil das fühlt sich jetzt einfach besser an. So. Genau, also dann geht's weiter. Dann an die andere Seite. Sieht man es so besser? Ich glaube, so sieht man es besser. Kommt jetzt hier an die andere Seite, die Dreiecke. Unsere Bügelmatten sind übrigens wieder da. Die gibt es ja schon zum Vorbestellen im Shop, aber die sind auch gestern schon wieder gekommen. Also die Vorbestellten werden morgen verschickt und wer noch eine braucht, kann dann also wieder zuschlagen. Die Wollfilz Bügelmatten. Da zeige ich euch gleich auch noch einen kleinen Trick, wie ihr merkt, dass ihr richtig näht. Wenn ich hier alle angenäht habe. Und immer lieber noch mal am Tisch ein bisschen hinlegen. Ein bisschen Probe gucken, bevor man den Nahttrenner zur Hilfe nehmen muss. Das Ganze nennt sich auch Chain Piecing, Ketten nähen. Falls ihr das schon mal gehört habt irgendwo, das wäre dann das. Und ob ihr da wirklich richtig näht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, ich schaue zu viele Kindersendungen, ne? Seht ihr, wenn ihr hier oben wieder zwischen
den beiden hier rauskommt, ne? Zack, hier. Die Maike fragt, ob die roten Stoffe ausbluten. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich wasche nie vor. Ich habe bloß die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass das eben nicht passiert. Ich streife hier gerade mit dem Fingernagel bloß die Nähte aus, ne? Wie gesagt, ich habe die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass das nicht passiert. Und deswegen gehe ich das Risiko ein, werde auch beim Waschen kein Farbfangtuch. Das hatten wir letzte Woche ja auch schon, dass in diesen Farbfangtüchern irgendwas drin sein soll, was den Farbstoff rauszieht aus dem Stoff. Und deswegen benutze ich die auch nicht mehr. Ich lege jetzt mal ein altes Handtuch rein, altes Frotti-Handtuch. Das saugt ja auch ganz schön immer auf. Und bei mir ist es so, ich bügel die Dinger immer so heiß, da kann man am Anfang gar nicht hinlangen. Also ich habe meine Bügeleisen immer auf volle Pulle stehen. Und deswegen, denke ich mal, hilft das auch noch ein bisschen. Und alles andere ist Glück. Timo schreibt auch gerade, ihm ist es auch noch nie passiert. Aber garantieren kann, glaube ich, niemand für nichts. Und deswegen muss das jeder selber wissen. Das schreibe ich in den Anleitungen auch immer rein, weil das, wie gesagt, so eine häufige Frage ist. Waschen oder nicht waschen? Und ja, ich mag es nicht, weil die Textur, die da drauf ist auf den Stoffen, die das ja so schön griffig, so schön glatt macht, die ist dann weg nach dem Waschen. Und dann müsste man da mit Sprühstärke arbeiten, dass die wieder so schön glatt werden. Und es dauert. Also wenn ich wasche, dann muss ich ja auch warten, bis die Stoffe trocken sind. Das mag ich auch nicht, da bin ich ungeduldig. Und deswegen mache ich es nicht. Ich garantiere aber nicht, dass das jetzt toll ist und dass das jetzt irgendwie funktioniert. Ich hatte bis jetzt wahrscheinlich bloß immer Glück. Ich hatte mal einen roten Stoff, der den Rest leider rosa verfärbt hat. Ja, wie gesagt, das kann passieren. Das sind jetzt alles Stoffe vom gleichen Hersteller, von der gleichen Charge, vom gleichen Jahrgang. Ich hatte früher Stoffe, also so 2010, 2008, hatte ich Stoffe, wo man auch noch gemerkt hat, dass da auf dem Stoff Farbe drauf ist. Also wenn man die angelangt hat, dann waren die irgendwie so rau. Und dann hat man schon gemerkt, okay, da ist Farbe drauf. Da ist mir das auch noch öfter passiert, dass es irgendwo hingefärbt hat. Seitdem eigentlich nicht mehr. Seitdem hatte ich auch ab und an mal vorgewaschen. Ich habe auch zur Maskenzeit vorgewaschen, mich Masken aus den Stoffen genäht habe. Und da ist auch nichts rausgegangen. Und deswegen, ja, mache ich es einfach nicht. Aber wie gesagt, ich garantiere für nichts. Ich markiere mir hier jetzt die Mitte. Also ich habe hier die Seite genommen, übereinander geschlagen und diese zwei Nähte hier aufeinander gelegt und markiere mir jetzt mit den Fingern so ein bisschen die Mitte. Die Trude schreibt, ist der Fadenlauf beim Zuschnitt der Zeile zu beachten? Nein. Es gibt Quilterinnen, die machen das. Die haben ja das irgendwie viel Spaß dabei oder was weiß ich was. Das ist so eine Sache, wenn wir das jetzt bei jedem Stoff machen würden, hätten wir viel zu tun. Und es würde natürlich dem Quilt mehr Festigkeit geben, weil natürlich dann die Dreiecke hier nicht einen den hier machen würden und so. Ne? Also der kann sich jetzt hier so dehnen und so. Dann würden wir das anders zuschneiden. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch mehr Verschnitt, weil wir manche Teile ja dann so nicht gebrauchen können, wie sie dann wahrscheinlich rausgeschnitten werden und so weiter. Also Fadenlauf ist im Normalfall beim Patchwork nicht wirklich zu beachten. Deswegen
schneid mal frei drauf los. Du musst halt bloß beim Bügeln immer schauen, dass mein Bügeleisen jetzt nicht zu arg dehnst in irgendeine Richtung. Dann ist es nämlich doof und dann verzieht sich das Ganze. Deswegen auch, wenn ihr Paneele habt, also diese Panels mit den Bildern, die verziehen sich auf dem Ballen beim Transport schon immer. Und bevor ihr das näht, also wenn ihr so ein Kissenpanel habt oder ein Panel in den Quilt einnähen wollt, dann nehmt dieses Panel und tut es am besten vielleicht auch noch ein wenig anfeuchten am Anfang und tut es dann mit Dampf schön gerade ziehen und bügeln, damit es, die meisten sind ja quadratisch, die meisten Bilder, damit das Bild dann auch erstmal wieder quadratisch ist, bevor ihr irgendwas zusammennäht. Weil wenn es mal zusammengenäht ist, dann ist das verzogen und dann geht da nichts mehr. Deswegen bügeln hilft da immer gut. Und ja, beim Fadenlauf müsst ihr halt einfach schauen, dass er nicht zu viel in die eine Richtung zieht und in die andere. Deswegen immer mehr drücken wie schieben beim Bügeln. Die Caro schreibt, kann auch mit Dunkelblau passieren. Hatte ich mal. Danach kurz Arena, die weißen Akzente, Babyblau. Ach, dann danach waren wahrscheinlich die weißen Akzente Babyblau, aber trotzdem vorwaschen. Ja, wie gesagt, waschen oder nicht waschen, da scheiden sich die Geister. Stückstoff schreibt, ich verarbeite nur hochwertige Baumwolle und Patchworkstoffe und wasche auch nicht vor. Bisher keinerlei Probleme. Ja, wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass das so bleibt. Genau. Also ich habe jetzt hier die Mitte markiert. Und da kommt ja dann dieses Teil hier hin. Da schneide ich mal die Eselsohren hier oben ab. So. Jetzt ist es fies. Wenn wir das hinhalten, dann will unser Kopf immer das da haben. Nein, wir müssen natürlich da auch die Mitte, also die Verlängerung von hier, deswegen. Ihr könnt es gerne mit einem Hilfe, mein Hals. Ihr könnt es gerne mit einem Marker anmarkern oder mit einer Kreide oder was auch immer. Ich knipse mir hier ganz leicht mit der Schere rein. Seht ihr es? Genau. Dann weiß ich, das gehört jetzt da oben drauf. Einmal wieder runter. Wer noch nicht so geübt ist, nimmt jetzt bitte Nadeln. Und wer schon länger näht, kriegt das bestimmt auch ohnehin. So. Und bevor wieder die Frage kommt, ich bin ein Vernäher. Ich vernähe vorne, ich vernähe hinten. Muss man nicht. Machen die meisten Patchworker auch nicht. Aber ich habe früher viel Kleidung genäht. Und beim Kleidernähen ist Vernähen lebensnotwendig, weil sonst geht ja irgendwann die Naht vom Rock oder weiß Gott was wieder auf. Deswegen auch verriegeln wird das genannt. Und deswegen ist das bei mir irgendwie so hängen geblieben. Also der Finger am Vernähknopf ist bei mir obligatorisch. Hier beim nächsten schneide ich wieder die Eselsohren ab. Und knipse mir hier die Mittelmarkierung. Und bei dem hier falte ich es jetzt wieder. Na. Falte ich es wieder aufeinander und tue hier bloß mit dem Fingernagel so drüber gehen, damit da so eine Falte, so ein Knick drin ist. Und dann lege ich das aufeinander. Immer ein bisschen so anlegen den Fuß, dass ihr ein bisschen Stoff unten drunter habt. Dann verschwindet das zu Nähende auch nicht irgendwo in der Nähmaschine.
So, jetzt habe ich die Spitze nicht ganz erwischt. Aber ist auch okay. Deswegen trenne ich es jetzt nicht nochmal auf oder nähe nochmal drüber. Jetzt zeige ich euch auch, wo ich gleich weiß, dass ich es nicht erwischt habe, weil ich... Könnt ihr das sehen? Geht es besser, wenn ich jetzt Licht anmache? Vielleicht. Also ich bin hier nicht, da gibt es ja die Kreuzung hier und hier. Und ich bin nicht ganz auf den Punkt gelandet. Keine Punktlandung. So wie hier ist eine Punktlandung. Und deswegen ist hier die Ecke besser als hier, aber nur minimal. Fast nicht. Nur wenn man jetzt ganz genau sein will. Aber wollen wir nicht. Wir wollen ja Spaß haben. So, was machen wir jetzt? Jetzt kippen wir die Nahtzugabe auf das Mittelteil. Timo schreibt, wenn die E-Mail kommt, denke ich immer, ach, so ein Easy-Block. Und dann sitze ich da und es ist trotzdem eine kleine Herausforderung. Das mag ich, das freut mich. Man soll ja auch ein bisschen gefordert werden. Ein bisschen. So, ich werde auch gerade gefordert, in welche Richtung ich diese Nahtzugabe bügel. Also, ich lege das hier so flach hin. Brenne mich gleich am Bügeleisen. Also ich lege das hier so flach hin und tue schon mal die Nahtzugabe ein bisschen vorbereiten, indem ich das Teil hier wirklich flach hinlege und das andere da so, dass das eigentlich ganz gerade liegt, das andere jetzt einfach bloß so drüber lege. So. Die Vera schreibt, sei nicht so streng mit dir. Meinst du jetzt mich oder den Timo? Ich glaube eher mich, weil der Timo ist ja mit seiner Aussage nicht streng mit sich. So. Wenn ihr die Nahtzugabe nämlich gut vorbereitet, dann legt die sich auch schön hin. Und dann wird das nicht so ein komisches Gebügel. Ja, dann sieht die nämlich zack, schön gebügelt aus. So, das gleiche wieder mit dem. Wir legen den hier so hin, tun den schön gerade machen und tun den oberen dann da so drüber streifen. Und dann kommt erst das Bügeleisen. Na, weil wenn wir das gleiche mal alles so mit dem Bügeleisen rüberschieben, Vera meint mich, Dankeschön, wenn wir das gleiche mal mit dem Bügeleisen so alles so rüberdrücken, dann wird es so ungleichmäßig, dann wird es ein bisschen wellig und deswegen erstmal den Stoff mit den Händen ein bisschen vorbereiten und dann kommt er auch dahin, in die Richtung, in die ihr wollt. So. Dann haben wir noch zwei solche mit so Öhrchen, da schneide ich also wie gesagt die Öhrchen ab. Öhrchen weg. Und nochmal Öhrchen weg. Zack. Und jetzt brauche ich ja wieder meine Mittelmarkierung. Oh, das Licht kann ich jetzt gleich wieder ausmachen. Ne? Das blendet mich etwas. Puh. Also meine Mittelmarkierung brauche ich wieder. Deswegen knipse ich mir hier jetzt wieder meine kleine Markierung und da auch nochmal, aber nicht zu weit schneiden, also bleibt gut unter der Hälfte, dass das wirklich bloß so ein kleiner Knips ist, wenn ihr das mit der Schere macht, weil je weiter ihr reinschneidet, desto weiter kann es ja sein, dass es irgendwann aufgeht, weil ihr das irgendwie dann mit der Naht nicht richtig erwischt. Also lieber vorsichtig, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wieder falten, hier die Mitte mit dem Fingernagel glatt streifen, dass eine Falte entsteht. Auch wieder falten und ein bisschen zusammendrücken,
Dann habt ihr hier, sieht man jetzt schlecht, aber da ist eine Falte. Und dann wieder die Knipsmarkierung auf die Falte. Und wieder zur Nähmaschine. Die Fäden schön nach hinten. Und los geht's. So, und hier jetzt wieder bei dem Übergang hier, wisst ihr, hier habt ihr eine Mitte. Wenn ihr da genau den Mittelpunkt trefft mit der Naht, die jetzt kommt, dann klappt es auch mit der Ecke. Also mit der vorne. Andere Seite noch und dann ist der Block fertig. Na, nochmal schön bügeln. Und unser Leuchtfeuer kann brennen. Bacon Light. Oder nix Bacon. Doch. Ich habe nämlich einfach gedacht, was hier. Reden und nähen. Am Anfang habe ich gedacht, was ist das mit Schinken? Aber nichts Schinken. Leuchtfeuer. Ich wusste doch, bei jedem Block nehme ich irgendwann mal den Nahtrenner in die Hand. Und sei es bloß, weil es mir die Ecke frisst. So. Also liegt alles noch gut? Dann Mitte hier wieder treffen. Fertig. Tada. Nur noch auseinanderbügeln. Vera fragt, welche Größe ich nochmal nähe. Ich wiederhole das bloß immer, weil das wird ja auch aufgezeichnet. Und bei der Aufzeichnung kann man es nämlich nicht mehr lesen, was für Kommentare da waren. Deswegen, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das jedes Mal wieder vorlese. Welche Größe nähst du nochmal? Ich nähe die mittlere. Ich nähe gerade Inch und die mittlere Größe ist dann die 12x12 Inch. So, vorhin habe ich es, ja, genau, nach innen. Deswegen, also wieder hier herlegen. Schön gerade und den restlichen Block drüber kippen. Und den auch wieder hinlegen, die Ränder so drüber streifen und schauen, dass alles gut liegt. Dann lege ich ihn noch mal ganz hin. Er sieht sehr groß aus.
Nö. Was hinten? Habe ich hier irgendwo die Inch? Drehen wir mal die Matte um. Wenn wir kein Lineal haben, nö. 12 mal 12 Inch. Mal 2,54. Ist irgendwas um die 30, oder? So. Ich will jetzt bloß hier, ich kann den gleich mal messen. Dann schönen Abend noch, Timo. Der Timo verabschiedet sich. Schön, dass du dabei warst. Einer der wenigen Herren, die hier mitnähen. Wir haben aber noch jemanden. Den Michael. Michael näht auch mit. So. Also, da ist er. Zap, zarab. Und 12 Inch sind sowas um die, sag ich ja, knapp 32 cm, irgend sowas. Also er ist kein großes Sofakissen, aber auch nicht allzu klein. Das ist jetzt also die 12 x 12 Inch. Und das hier ist die 20 x 20 cm. Ja, 20 x 20 cm. Ja, den großen Bruder haben wir heute genäht. Das kleine Bügeleisen macht den Block so groß, schreibt Caro. Ja, vielleicht. Ja, also meine Hand, ne? Er ist jetzt nicht so riesig. Ich glaube, der... Nee, der ist die gleiche Größe, der Card-Trick. Gerne, gerne, liebe Trude. Ja, freut mich. Der Sampler wächst und wächst. Aber wie gesagt, also wenn ihr den als wirklichen Sampler in Decke dann zusammennähen wollt, macht lieber mehrere kleine, also die kleinste Größe, die es gibt, eben in Inch oder in Zentimetern. Also das sind die 8 Inch oder die 20 Zentimeter. Und dann wird das auch was. Alles andere wird dann ein bisschen groß. Da wird die Decke dann für ein Doppelbett oder so. Genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps mitnehmen können. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Ihr kriegt natürlich weiterhin Infos zu unserem Umbau im Laden. Und morgen gibt es auch wieder einen Schwung neuer Artikel und neuer Schnäppchen. Da habe ich auch noch ein paar Schnäppchen, die noch nicht im Shop sind. Und die kommen dann morgen auch noch dazu. Und genau, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vera schreibt, okay, ich muss zum Vergleich dann auch beide Varianten nähen und viele Kissen verschenken. Ja, fang gleich an, dann hast du die Weihnachtsgeschenke. Genau. Jawohl, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Es ist schön, dass ihr alle zuschaut und mitnäht und Spaß habt und Neues lernt. Und ja, bin einfach glücklich. Ja. Jetzt gehe ich mal zu meinem Hund aufs Sofa und schaue mir noch irgendeine nette Sendung an. Und ja, dann werde ich euch morgen aus dem Laden wieder am Laufen halten. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Näht schön. Bis dann. Tschüss.